Saison hat noch nicht richtig begonnen, da wird es für uns eigentlich schon wieder mit den ersten Orderterminen für den Frühlingssommer 2021 losgehen. Aber natürlich haben die Firmen die gleichen Probleme wie wir. Also Firmen sind geschlossen, Showrooms sind geschlossen, Reisen geht nicht. Von daher werden wir sehen, wie sich das in der Zukunft gestalten wird. Ich möchte euch jetzt zurück ins vergangene Jahr nehmen. Da waren wir als einen der ersten Termine für den Frühlingssommer 2020 bei Chloé. Und da gibt es auch zwei meiner Lieblingsteile in der Kollektion. Das erste Teil, das ich euch vorstellen möchte, ist der Pulli. Super schön gemacht, hier vorne mit dem Chloé-Logo in Form von so einem abstrakten Art Deco-Element. Und dann hat er eben diesen abknöpfbaren Ärmel, der sich dann eben auch zu einem Kurzarm umwandeln lässt oder eben mit diesem Schlitz ganz schön ist, dass nur der Ellenbogen rausschaut. Super schön zu tragen, das ist eine Mischung aus Wolle mit Seide. Es ist eben auch super angenehm, wenn es draußen schon ein bisschen wärmer ist. Chloé hat die Kollektion in Shanghai gezeigt. Da kamen natürlich sehr viele asiatische Elemente auch in der Kollektion vor. Ganz toll finde ich die Bluse mit den beiden Schluppen. Man hat oben eine Schluppe am Hals und man hat eben diese kleine Schleife hier unten, womit man die Bluse eben auch in der Taille akzentuieren kann. Das ist so ein Teil, das lässt sich super easy tragen, ganz einfach zu kombinieren, muss man nicht viel drüber nachdenken und ist immer toll angezogen.